Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja zu einem neuen Video. Ich habe eine Anfrage bekommen von Ace Fast, ob ich ein Produkt von dem vorstellen wollen würde. Und die haben halt mir empfohlen, diese Auto-Kfz-Handyhalterung. Passt mir gut ins Kram, weil ich habe ja eine neue Scheibe. Und mit meiner alten, die ich an die Scheibe rangeklebt habe oder rangebappt habe, ja, da hast du mal diese Kreise drauf und hat dann im Endeffekt jetzt nach einer ganzen Weile auch nicht mehr so gehalten. Habt ihr ja mitgekriegt, dass das Handy ab und zu, also die Halterung sich gelöst hat und mit Handy umgefallen ist im Stream. Und da habe ich gedacht, hiermit wären wir dann auf der sicheren Seite. Ich weiß auch gar nicht, wie das genau auf meine Armaturen halten soll, weil mein Armaturenbrett ist ja nicht glatt, das ist ja so geriffelt. Aber das soll wohl halten. Und dann muss ich gucken, dann kann ich das halt so etwa neben Lenkrad so ein bisschen rechts daneben, zwischen den Lenkrad und Lüftung machen. Und kann das vielleicht so ja ein bisschen besser justieren, dass es im Stream halt vielleicht ein bisschen, im Livestream halt vielleicht ein bisschen besser und ein bisschen angenehmer für euch ist. So, dann haben wir hier eine Anleitung. Da steht ohne drauf, wie das zusammenkommt. In Englisch, Russisch oder Polnisch, keine Ahnung. Details könnte Französisch sein, Chinesisch, Tabelle der Spezifikationen. Das ist Deutsch. Und hinten nochmal mehr Sprachen. Gut, dass es da ist. So, dann haben wir hier die Halterung. Hier haben wir den Pott. Und was haben wir hier? So. Ach, hier sind die Magneten für Handy, die kommen dann praktisch am Handy hinten ran. Und ich habe mich auch belesen, ich kann die auch unter die Plastehülle machen. Das sollte immer noch genug Magnetpower haben, damit es hält. Können wir auch gleich mal testen. Sind das? Sollte das jetzt hier drauf sein oder was? Als Folie oder so. Ja, da hätten sie dann doch mal eine Anleitung mit drin machen müssen. Wie das funktioniert. Ganz toll. Gucken wir mal, was ist magnetisch? So rum kommt das, okay. Das ist das allererste Mal, dass ich eine Handyhalterung habe mit diesen Magneten. Hab ich noch nie geholt. Wie gesagt, ich habe das jetzt nur locker reingelegt erstmal. Nicht festgeklebt. So. Ach, wir haben so ein Satzding mit bei. Ah ne, das ist zum Kleben. Das wird, glaube ich, aufgeklebt aufs Armaturenbrett. Und dann kann das dann da rauf und so festgemacht werden, glaube ich. Also da hätte ich mir denn doch
Ja, hier entsteht dann das Vakuum. Da hätte ich mir dann doch ein bisschen mehr Anleitung gewünscht. So. Das ist ja das, was magnetisch ist. Das müssen wir hier nur locker machen. Und dann haben wir hier genau wie bei dem für das Fahrrad hier so eine Kugel. Und die muss hier oben dann so rein. Zack. Und dadurch, dass wir das dann auch schraube ich mit meinem Kryptonit wieder mal. Dadurch, dass wir das dann hier festschrauben, wird das fest. Und das wäre dann praktisch auf Armaturenbrett. Wir können das dann justieren. Und ich kann so, ja, was mir halt sehr gut gefallen hat, wenn das so auf dem Armaturenbrett drauf ist, kann es nicht nur nach vorne, sondern ich könnte so ja so zu mir neigen. Ja, und nach oben und nach unten. Das hat mir sehr gut gefallen. So, wir werden das aber erstmal so nach oben machen, damit wir das testen können. Wir haben auch noch eine Halterung mit bei, damit wir ja in die Lüftung reinmachen können. Das hat mir aber ehrlich gesagt nicht so gut gefallen. Also ich habe da schon welche gehabt, wo man es in die Lüftung machen kann. Das ist jetzt eher nicht so meins. Obwohl, was ist denn jetzt mit der Schraube hier? Ach, guck mal an. Hier, wartet. Ich versuche, und wenn wir hier drehen. Zack. Dann kann man das praktisch so reinmachen. Und dann an die Blätter ranziehen. Je nachdem, wie dick manche Blätter sind. Und dann hält es. Dann ist es an eben so einem Ventilator. Ach Mensch, wie heißt denn das? Lüfter. Blatt Dingsbums im Auto dranne und hält fest. Das habe ich so noch gar nicht gesehen. Finde ich super. Also das ist eine gute Erfindung. Das habe ich so das allererste Mal jetzt gesehen. So. Jetzt testen wir mal. Ja, ist ein bisschen zu schwer. Aber es hält. Hält sich ja sehr gut, muss ich sagen. Bei Holpert, die Polterweg sollte auch nicht runterfallen. Hätte ich jetzt so nicht gedacht. Ich war von den Magneten sonst immer nie so begeistert. Aber müssen wir uns mal angucken. Wozu haben wir das? Weil das ist im Prinzip genau das gleiche. Nee, das ist härter. Das ist härter. Das ist ja hier weich. Seht ihr das? Ja, ich glaube, das wird. Das ist hier zum Kleben. Ja. Und dann wird das halt. Ach so, das ist denn da, dass man es wieder abziehen kann. Vom Armaturenbrett. Ja, und dann klebt man das auf Armaturen wieder drauf. Dann macht man das darauf. So wie man das haben möchte. Ich finde den Arm jetzt gerade nur ein bisschen weich. Ich hätte mir gewünscht, dass man den hier irgendwie verstellen kann. Also, dass man den. Ich weiß nicht, ob. Nee, geht doch nicht runter. Ich hätte jetzt gedacht, dass der Arm runter geht, weil der ist wirklich gut zu bedienen. Und dass es halt. Aber nee. Ist stabil. Sogar sehr stabil. Hätte ich jetzt so nicht gedacht, muss ich sagen. Ich hätte jetzt gedacht, ich habe das Handy dran und der Arm sinkt dann durch die Last vom Handy nach unten. Aber okay. Ja, ich werde es ja sowieso so haben. Davon mal abgesehen.
Und dann so. Dann haben wir auch den Vorteil, dass die Sonne nicht mehr so direkt von vorne aufs Handy knallt, weil das Armaturenbrett, der hier praktisch hier oben ist, ja, hier knallt die Sonne herauf und dann geht es ja hier ein Stück runter und da wird das Handy dann weiter im Schatten und dann ist es dann für den Sommer halt gut, wenn wir dann Autofahrvlogs machen, weil das Handy im Schatten ist, dass es sich nicht mehr notabschaltet, weil es zu heiß wird. Dadurch, dass es benutzt wird und dass halt die Sonne pur rauf scheint. Finde ich super. Finde ich richtig super. Ja, jetzt werden wir das aber erstmal wieder lose schrauben und alles wieder verpacken. Weil ich Angst habe, dass was wegkommt, bevor ich es fest verbaut habe. Auch hier den Magneten. Wieder raus. Aber da muss ich mich noch mal ein bisschen mehr beschäftigen mit, warum da diese anderen Pads da noch mit bei sind. Nicht, dass ich da irgendwas falsch mache. Und hier in der Anleitung ist es halt nicht wirklich zu entnehmen. Muss ich mal so sagen. Metallstell, Static Film Sticker, Static Basic, Sticky Basic, Dashboard Basic. Ja, aber das ist halt wirklich wieder mein Problem. Die Anleitung, die ist so mörderklein geschrieben. Ich habe Brille auf und ehrlich, ich kann sie nicht lesen, Leute. Wirklich nicht. Tut mir leid. Ich kann sie nicht lesen. Es ist einfach viel zu klein. Ja, da muss ich mich dann nochmal schlau machen, weil ich möchte da wirklich nichts verkehrt machen, wenn wir das einbauen. Ich weiß noch nicht, ob ich vom Einbau direkt ein Video machen werde. Gar nicht mehr wieder drin, war glaube ich schräg, war. Falsche Tüte. Alle wieder verpackt. So, das war dann halt. Na gut, das hat nicht jetzt richtig so. So, da war der Akku alle. Ich habe es halbwegs verpackt. Ey, das kriegt man doch nie wieder so in die Verpackung, ey. Ey, das hasse ich immer. Ich weiß nicht, wie die das verpacken und dass man es. Naja, okay. Aber ist halbwegs eine Verpackung, kommt nichts weg. Wir werden es anbauen demnächst und dann mal gucken. Ich bin mal gespannt. Inklusive Care. KR Outlet Clip. Was ist denn ein KR Outlet Clip? Multifunktionsmagnet Care Holder D7. Outlet Clip. Ja, ich bin mal gespannt. Okay. So. Das soll es jetzt auch gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin.